Das Loch war schon drin. Ja, das war schon drin, ja. Gut, so kurz geht da hinten, bis wir hochhalten. Okay. So, so jetzt guckt der Piste aus. Habe ich nicht gemacht. Diese Arbeit hier, diese Installation, die heißt nicht umsonst Kraftwerk Blau, weil ich in der Tat von diesem Blau eine Kraft ausgehen sehe, auch im wahrsten Sinne sehe, die einfach nicht zu überbieten ist und die mir offensichtlich für meine künstlerischen Zwecke wirklich gerade zu Pass kommt. Schon der Raum hat ja nun was mit Kraft zu tun. Das sind unglaubliche Dimensionen und diese gekippten Flächen, die erinnerten mich natürlich schon von Anfang an diese Staudämme oder an Flüsse, wo eben irgendwie das Überschusswasser oder bei eben Stauwehren innerhalb des Flusses, wo dann das Wasser mit einer ungeheuren Kraft drüber fließt. Und hier war die Assoziation, dass die Farbe als wesentliches Mittel eines Museums eben mit einer ungeheuren Kraft in das Museum fließt und dieses das Kraftwerk für das ganze Museum wird. Irgendwann gehen wir mal her, man macht, das ist auch schön, einfach mal einen guten Weg gehabt, ob wir letztes Mal.